Ja, Servus und Hallo YouTube. Herzlich willkommen in Ellersbach. Ja, wir sind wieder mal auf Ellersbach. Was liegt heute an? Naja, nachdem wir letzte Folge auf Feld 130 den Kalk untergearbeitet haben, müssten wir heute nochmal dran gehen und die Wiesen düngen. Die hätten es nämlich nötig, weil wir wollen ja nochmal einen zweiten Schnitt machen. Es müsste dann nochmal Silage rausspringen. Und aus diesem Grund habe ich schon, man sieht es hinten, das Joskin-Güllefass mit dem Schleppschlauch angehängt und den großen Glas vorne schon geparkt. Wir laufen mal langsam hin. Wir müssen jetzt nämlich noch die Gärreste ausbringen. Das hat sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen gelohnt. Das einzige Problem ist, man kriegt hier nicht genau angezeigt, wie viel Gärreste drin sind. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall reicht. Und diese Schläuche sehen eher aus, als wären sie zum Ankoppeln, also mit der Verlängerung zu gebrauchen. Aber dem ist nicht so. Man sieht das jetzt hier. Ich versuche mal, den Schlauch zu nehmen. Wir gehen als allererstes mal hier dran. Jawohl, der hat gepasst. Er muss da immer ein bisschen fummelig hin und her arbeiten. Na, ich muss ihn nochmal fallen lassen. Es ist so ein bisschen fummelig. Das hat gepasst. Das Wichtigste, was jetzt noch zu machen ist, ich muss mir auch mal die F1, also das Hilfemenü, anmachen. Man sieht das jetzt hier, dieser Hebel, der muss nämlich noch, der Güllefluss muss geöffnet werden. Sonst, kannst du hier nichts pumpen. Das muss ich mir auch immer mal merken. Wie gesagt, das ist halt relativ neu noch. Sonst bist du immer hingefahren, hast einfach R gedrückt und es ist auf jeden Fall was passiert. Wenn dieser Güllefluss hier, dieses Ventil nicht geöffnet ist, dann kannst du hier machen, was du willst. Du bekommst keine Gülle bzw. Gärreste raus. Die wollen wir logischerweise hier ausbringen auf die zwei Wiesen erstmal. Hier vorbei. Ja. Wieder ein Schnitzel zu viel. So. Gang ist raus. Ich würde sagen, wir machen erstmal Motor an. Wir sehen gleich zu, dass wir die Drehzahl ein bisschen hochjubeln. So, und ab jetzt sieht man auch rechts. Man kann das Güllefass einschalten. Also sprich, die halt. Es muss die Richtung geändert werden. Jawohl. Ich habe vorhin schon mal probiert, deshalb steht es auf Entleeren, beziehungsweise jetzt steht es auf Entfüllen. Wenn Entfüllen da steht, ist es Entleeren und wenn Entleeren da steht, ist es Befüllen. Jawohl, das klappt ja jetzt schon mal ganz gut. Gärreste sind's. Wie gesagt, die haben wir. Wir können rausgehen, das hört man ja, wenn es voll ist. Dann hört man das vom Pumpengeräusch. Haben wir eigentlich nur jetzt hier eingenommen, beziehungsweise verdient oder als Abfallprodukt erhalten. Durch die BGA, durch die Hof-BGA, die wir hier auf dem Hof haben. Ist halt auch vorteilhaft, wenn man da was reinspeist und die füttert, produziert die im Prinzip auch genauso Gülle wie Kühe. Und die bringen wir jetzt aus. Hat natürlich einen Vorteil, die riecht bei weitem nicht so streng wie aufgerührte Gülle. Aber vom Nährwert für den Boden ist sie fast genauso gut. Muss man logischerweise Proben ziehen und die eigentlich prüfen. Das wäre jetzt auch noch mal schön, wenn es dann auch noch irgendwas gäbe, dass man auch die Gülle, ich weiß nicht, Gärreste kenne ich mich nicht so aus, da haben wir keine. Oh, ist es schon voll. Schalten wir erstmal die Pumpe ab. Da wir keine BGA hier bei uns haben, weiß ich nicht, wie weit man die auch aufrühren müsste. Das kann ich leider nicht sagen. Ausbringmenge lassen wir mal so stehen. Jetzt mal gucken, welchen Gang wir nehmen. Ich würde sagen, wir probieren es mal. Das ist C1. Eins niedriger. Wir müssen die ganze Kiste noch ausklappen. Und einmal senken. Bin nämlich jetzt auch mal gespannt. Anschalten. Oh ja, das sieht ganz gut aus.
Hoffentlich wächst da noch mal Gras. Also beim Schleppschlauch entstehen solche Pfützen, wie es jetzt hier angedeutet ist, logischerweise nicht. Aber ich finde, man sieht auf jeden Fall hier auf dem Feld das, was passiert. Ich denke, das ist das Wichtigste. Das geht auch, denke ich, von der Textur wieder komplett weg. Jetzt gucken wir so, dass wir so wenig wie möglich auf die Straße ausbringen. Was natürlich sehr gut nicht geklappt hat. Ja, ein bisschen weg. Natürlich auch hier eine Form des Feldes, die seinesgleichen sucht. Natürlich ganz anders zu kalkulieren. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, an die Arbeitsbreite. Das hat schon etwas besser geklappt. Die Ecke werden wir nicht ganz ausfüllen können. Aber das ist auch wieder in der Realität. Man kommt nicht beim Güllen der Wiesen, glaube ich, oder auf der Ecke nicht in jede letzte Ecke rein, außer es ist wirklich quadratisch praktisch gut, was ja hier, das könnte. Nein. Ja. So, dann würde ich sagen, sehen wir mal zu, dass wir außen drumherum erstmal Bahn ziehen und dann kann man ja immer noch. Wo bleibt da? Wahrscheinlich bleibt da gar nicht viel restliche Wiese übrig, wenn wir einmal drumherum sind. Aber das wäre dann auch soweit, die Wiese wäre dann im zweiten Düngestatus und dann kann man hier wieder auch nächste Runde Silage machen. Weil ich denke mal, mit den Kühen, die wir haben und der BGA, werden wir das dringend brauchen. Das passt sich gut. Fahren wir nochmal einmal hier runter. Ist leider nur aus der Kameraperspektive so aufzunehmen für mich. Aber es sieht ja auch ganz gut aus, finde ich. Schön wäre, wenn wir sowas auch im Spiel in Innenansicht fahren könnte, aber ich glaube, das ist dann zu viel. Da muss ich dann wieder mit Spurhalteassistent und fahren. Aber es sieht soweit ganz gut aus. Also mir gefällt das. Fahren wir hier ein bisschen in die Lücke rein. Da komme ich auch noch hinten in die Ecke. So, das sieht ganz gut aus. Das heißt, wir versuchen mal hier hinter zu kommen. Das sieht natürlich ja sehr bedrohlich aus. Ich muss es erst senken. Und dann ein Stück zurück. Das passt sich, glaube ich. No. Die Taste hat wieder mal gehakt. Da, ich glaube, ich muss mal mit Silikonspray an meine Seitenkonsole. Die hakt immer mehr. Das ist manchmal sehr unangenehm. So. Ja, ich bin momentan etwas konzentrierter, deshalb kann ich nicht so viel oder weniger sprechen wie sonst. Aber ich versuche das jetzt. Gleich wieder weiterzumachen. So. Immer noch keine ganz gerade Spur drin. Fahren wir hier so gerade, dann wird sich das etwas besser ausgehen. Haben wir hier eine kleine Überlappung drin, aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Und dann sage ich mal, ich würde mal gleich, wenn ich vorne bin, mal kurz anhalten. Und mal gucken, dass wir hier keine Sachen umsonst machen. Aber normalerweise müsste das eine Düngestufe sein. Mal ganz kurz
Bremse rein. Wo sind denn die Felder? Es sind auf der Wiese. Groß, 43. So. Ja, geflüchtet. Das ist immer so eine Sache. Das müsste man auch nochmal gucken, weil eine Wiese wird eigentlich normalerweise nicht geflüchtet. Also ich kenne kaum einen Landwirt, der hier eine Wiese pflügt. Steht aber im Status so drin. Das wäre auch noch irgendwie schön, wenn man da nochmal irgendwie was aktualisieren könnte vom Spiel her, dass Wiesen, also richtige Wiesen, kein Ackergras oder Roggen oder sowas, dass das nicht so angezeigt wird, weil eine Wiese wird normalerweise in keinster Weise gepflügt. Also das kenne ich nicht. So, mal gucken nochmal hier. Halt. C. Das ist ganz gut. Anschalten. Dann machen wir noch das restliche Feld hier fertig, beziehungsweise die Wiese. Und dann gehen wir noch rüber. Das ist auf die 115. Auf das Flurstück. Und sehen noch zu. Ja, das geht sich aus. Komme ich am Baum vorbei. Und dann wollte ich noch die, ich glaube die 130, die bräuchte auch noch eine zweite Gabe. Dann kann ich dann da auch, denke ich, ansehen. Normalerweise muss ich es ja auch eigentlich runtergrubbern. Bei den Wiesen ist das ja nicht so. Deshalb bringen wir hier auch eigentlich mit dem Schleppschlauch aus. Wer weiß, wie lange das auch noch von der Düngeverordnung auch noch möglich ist. Da wird denen auch noch was einfallen. So, dann haben wir das erste Feld, sprich Wiese, auch geschafft. Das kleine Stück ist nicht so wichtig. Das kann so bleiben. Jetzt sehen wir noch zu, dass wir eine Spur noch nach vorne ziehen. Wobei, da können wir die auch noch mitnehmen. So viel Zeit muss sein. Sehen wir zu, das kleine Dreieck hier. Ja, es ist hier etwas blöd zu fahren. Also ich muss vielleicht noch eine Spur außen drumherum fahren. Wobei ich dann in der Mitte ja so gut wie gar nichts mehr habe. Schleppschlauch lassen wir nochmal unten. Hier ist alles relativ gerade, da passiert nichts. Wegen Abreißen der Stange und so. So, das letzte Stück hier noch. Kleines bisschen höher. Einmal noch zurückstoßen. Und dann hätten wir nämlich hier vorne den Bereich auch. Das ist auch so eine ganz blöde Spitze. Die auch noch mitgemacht. Jawohl. Gucke ich mal, ob ich hier in einem Schwung. Ich muss ein bisschen vom Zaun hier wegbleiben. Äußerst eng. Funktioniert das so? Ich hab's gewusst. Ja, sah nicht sehr schön aus, aber wie gekonnt. Das ist hier sehr, sehr eng alles. Da ist dann ein normaler Verteiler, ein Tellerverteiler wahrscheinlich etwas angenehmer, aber das Fass war hier mit
beim Standard in der Map dabei. Ich fahre jetzt erstmal hier. Wieder so ein Bunker und hole erstmal neue Gülle. Dass wir die auch noch hier unterbekommen. Ein Fass müsste reichen. Dann gucken wir nochmal, wie weit wir noch heute kommen. Entschuldigung. Ja, ich muss hier auch einmal drehen. Das ist die Frage, fahre ich hier vor und drehe oben? Dann wird der schnellste Weg sein. Dann holen wir die zweite Fuhre und bringen die auch noch auf die Wiese aus. Diese Ecke hier, die ist auch nicht so schön gemacht. Aber es ist wahrscheinlich geschuldet daran, dass man sonst die Grastextur im... Müssen wir auch mal ein bisschen gucken. Mal gucken, ob das reicht. Könnte reichen. Und dann... Das packt auch immer so ein bisschen. Jawohl, hat sich funktioniert. Jetzt muss ich wieder den Punkt finden für die Öffnung des Durchflusses. Das ist manchmal ein bisschen... Das ist er. Okay. Drehzahl wieder ein bisschen erhöhen. Das war ein bisschen viel. Starten wir mal die Befüllung. Ist wahrscheinlich eine sehr gute Vakuumpumpe verbaut hier. Vakuum-Turbopumpe. Müssen wir mal nachlesen, wie viel die denn in einer Minute wirklich zieht oder pro Sekunde. Ich weiß nicht, wie das bei den Güllepumpen angegeben wird eigentlich. Müsste man sich mal ein Datenblatt ziehen. Aber es könnte ungefähr so hinkommen. Sage ich jetzt mal aus dem Bauch raus. Da muss man einen Stoppuhr mit beinehmen. Einmal drumherum laufen. Ist der Hebel jetzt eigentlich runter? Ja, jetzt ist er runter. Schlauch muss man auch mal ein bisschen weglegen. Das backt dann auch immer, wenn man das... Geht nicht. Wäre auch schöner, wenn die etwas flexibler wären. Aber wahrscheinlich sind die auch im Spiel nicht so. Jetzt müsste es gleich etwas hoppeln. Wenn wir drüber fahren, ich kann aber... Ja, wie gesagt, sieht mächtig aus hier, diese Textur. So, das heißt, die Kante haben wir uns schon gezogen. Dann fahren wir jetzt nämlich nochmal hier hinter. Unten anschalten. Ja. Das sieht gut aus. Aber ein kleines Stückchen reinfahren. Jetzt bügeln wir die kleine Birke hier noch um. Und da hinten muss ich mal gucken, das wird wieder auch à la Bonheur. Richtig eng. Mal gucken, wie ich das richtig einstelle. Ich muss mal von oben fahren. Er sagt, Schleppschlauch müsste sich ausgehen.
Ja, ging. Geht, 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 geht. Und den Rest machen wir dann noch hier im Pool. Das ist ja auch Poolen. Das ist unser eigener. Das wäre etwas grenzwertig. Jawohl, diese Passage habe ich etwas besser genommen. Das war wieder dafür umso schlechter. Also fahren wir rückwärts raus. So, und dann drehen wir hier vorne. Ja, die Aufnahmen sind jetzt etwas blöd, aber ich komme momentan da nicht anders damit zurecht. Ich könnte es jetzt noch näher machen, aber dann sehe ich hinten nichts mehr. Das ist etwas bescheiden bei der Gülleausbringung. Einmal abwärts, Schleppschlauch. Ja, wir müssen noch eine. Oh, da habe ich auch vergessen, das noch zu holen. Das lassen wir jetzt aber liegen. Jo, das dürfte dann die letzte Bahn hier gewesen sein. Schleppschlauch lassen wir nochmal unten. Und dann wären die Wiesen bei uns auch wieder so weit. Mal gucken, was der zweite Schnitt dann hier macht. Das müsste dann, wie gesagt, wir haben im ersten Schnitt gleich hier Heu drauf gemacht, weil das sehr wichtig war. Und dann gibt es im zweiten Schnitt halt hier jetzt erstmal Silage. Normalerweise macht man eigentlich als zweiten Schnitt, denke ich, eher Heu. Ja, aber wie gesagt, das war jetzt hier geschuldet, dass die Kühe etwas zu fressen hatten. Wäre auch nochmal interessant, diese ganze Mais-Plus-Geschichte und was damit alles zusammenhängt, so weit zu generieren, dass man in einem frühen Status, wenn man Silageballen oder sowas macht, dass die vielleicht sogar vom Eiweißgehalt höher wären und dass man dadurch dann eine höhere Milchproduktion erzielen könnte. Das wäre natürlich auch noch ein Wahnsinn, aber dann wird das Spiel, denke ich, zu sehr speziell und dann musst du noch mehr Sachen beachten. Dann fahren wir erstmal auf den Hof. Das ist kurz vor Mittag. Das würde ich sagen, machen wir erstmal Mittag. Und nach dem Mittag, das wird wahrscheinlich in der nächsten Folge dann logischerweise sein. Da muss man aufpassen. Jetzt fahren wir den Schlauch eckig. Würde ich dann hergehen und würde sagen, machen wir das andere Feld noch, dass wir die Gabe da auch ausbringen. Und dann sind soweit die Felder wieder gedüngt. Und dann können wir hinten auch noch dann Saatgut ausbringen. Ich weiß noch gar nicht, was wir da drauf anpflanzen werden. Ich muss mir das mal angucken, was mir momentan von den Feldern her in Status da drin haben, aber das werden wir dann in der nächsten Folge klären. Ich bedanke mich bei allen, die so zahlreich meine Videos gucken. Von den Abonnentenzahlen sind wir mittlerweile fast bei 50. Ja, es fehlen noch ein paar, also das hätte ich nie gedacht, Anfang des Jahres, dass es so weit kommt und so schnell geht. Vielen Dank für alle, die mich abonniert haben, die mir einen Daumen hoch geben und auch Kommentare schreiben und wie gesagt so fleißig diese Videos gucken. Vielen Dank an euch alle, ihr seid die Besten. Macht's gut, wir sehen uns in der nächsten Folge.